Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ich möchte euch schon jetzt, auch wenn noch etwas Zeit bis dahin ist, auf ein sehr, sehr schönes Projekt hinweisen, das Ende Juli stattfinden wird, auf das ich mich sehr freue. Und zwar geht es um ein Pen-and-Paper-Projekt, an dem ich als Mitspieler teilnehmen werde. Das Ganze wird als Livestream ausgestrahlt werden, und zwar nicht auf meinem Kanal und den Kanalen der beteiligten Mitspieler, sondern auf ARD Alpha. Das sind gewissermaßen auch die Organisatoren des Projektes. Ihr seht den Twitch-Kanal hier. Wenn ihr schon alle Informationen euch genau durchlesen wollt, dann nutzt gleich mal den Link in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar und folgt am besten auch gleich dem Kanal, um das Ganze nicht zu verpassen. So, worum geht's jetzt aber eigentlich? Also, das ist ein Pen and Paper, was in der Historie spielt. Es nennt sich Campo Dunum, die Suche nach dem Keltenfürsten. Wir befinden uns im Kempten in der römischen Zeit, in der frühen Kaiserzeit, also im römischen Kempten, im Grenzgebiet zu den Kelten. Und unsere Gruppe besteht auch aus Kelten und Römern. Also das ist das große Thema. Was genau passieren wird, das weiß ich natürlich nicht. Das weiß vermutlich jetzt schon Mairie. Das ist die Dame hier in der Mitte. Mairie betreibt unter anderem den Kanal Orkenspalter TV, kennt ihr mit Sicherheit. Und sie wird dieses Abenteuer leiten und auch, oder hat es auch geschrieben oder wird es schreiben. Die aufmerksamen Zuschauer des Kanals wissen, dass es schon mal so ein ähnliches Projekt gegeben hat. Das Turnier, das ist gewissermaßen jetzt so ein bisschen die Fortsetzung des Ganzen. Das war überaus erfolgreich, wahnsinnig beliebt, und der Bayerische Rundfunk und die ARD wollen stärker in dem Bereich aktiv werden. Und das ist jetzt ein zweites, größeres Projekt, denn das Ganze findet an drei Abenden statt. Ich sage gleich mal die Termine, damit ich es nicht vergesse. Ihr seht es hier am 24., 26. und 28.07. um 19 Uhr, jeweils 3 Stunden das Ganze. Die Mitspieler stehen natürlich auch schon fest. Ihr seht hier die Bildchen. Es gibt 4 Charaktere. Die Händlerin Erin, auch glaube ich eine keltische Händlerin, wird gespielt von Sophia Katz. Weil ich gehe jetzt mal hier die Reihenfolge durch. Meine Wenigkeit, ich übernehme die Rolle des Keltenkriegers Valio. Dann spielt Florentin Will mit als römischer Ex-Offizier Julius. Und wir haben Lisa Grimm, die Priesterin Lunea spielt. Also eine wirklich illustre, prominent besetzte Runde. Und ich bin schon wahnsinnig gespannt und neugierig, was uns dort widerfahren wird. Ihr könnt euch schon, wie gesagt, mehr durchlesen. Ihr könnt schon mehr Infos erfahren hier auf dieser Seite über die einzelnen Charaktere. Das ist schon soweit bekannt. Ja, das wäre es erstmal. Ich werde mich mit Sicherheit vorher nochmal melden als Erinnerung, wenn es dann wirklich losgeht. Der Bayerische Rundfunk will in dem Zusammenhang auch noch ein paar Sachen vorbereiten. Es wird Podcasts zur römischen Geschichte, zur Geschichte Kemptens und zu den Kelten und Ähnliches geben. Auch dazu werde ich euch nochmal informieren. Aber wichtig ist, dass ihr schon mal den Termin habt. Den findet ihr im Übrigen auch in meinem Programmkalender. Link in der Videobeschreibung. Dann sehen wir uns hoffentlich spätestens dann wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.